Hallo meine Lieben, heute mache ich einen Bratreis mit Ei und Gemüse. Wir benötigen 150 Gramm Reis, ein Stück Blumenkohl, eine Tomate, 100 Gramm Tiefkühlerbsen, Frühlingszwiebeln, eine Knoblauchzehe, eine rote Chilischote, Salz, ein Teelöffel Garam Masala und Kurkuma, eine Zwiebel, drei Eier und optional Mandelsplitter und Rosinen. Den gut gewaschenen Reis gebe ich in einen Topf mit Wasser und einen halben Teelöffel Salz und einen Teelöffel Kurkuma. Dann koche ich den Reis ca. 20 Minuten weich. Jetzt schneide ich das gesamte Gemüse in mundgerechte Größe. Den Knoblauch in feine Stücke. Die Tomaten schneide ich in Scheiben. Den Blumenkohl schneide ich in etwas gröbere Stücke. Und die Frühlingszwiebeln werden in Ringe geschnitten. Bei der Chili entferne ich das Kerngehäuse und schneide sie dann in feine kleine Stücke. In eine beschichtete Pfanne gebe ich etwas Öl und brate als erstes den Blumenkohl an. Ich würze den Blumenkohl ca. mit 1/4 Teelöffel Salz. Außerdem füge ich den Teelöffel Garam Masala hinzu. Nachdem der Blumenkohl kurz angebraten ist, gebe ich die Zwiebel, die Frühlingszwiebel und den Knoblauch hinzu. Nach weiteren 2 Minuten gebe ich die Chili dazu sowie die Tomate. Außerdem kommen die gefrorenen Erbsen mit dazu. Ich verrühre alles gut und lasse es weiterhin 5 Minuten vor sich hin braten. Danach stelle ich es zur Seite. Die aufgeschlagenen Eier verquirle ich mit etwas Salz. In einer zweiten Pfanne mit Öl fange ich an, das Ei zu braten. Wenn das Ei gestockt ist, kann ich auch schon den Kurkuma-Reis dazugeben. Ich brate ca. alles 5 Minuten weiter an. Nun ist der Reis fertig und ich kann das Gemüse dazugeben und rühre alles kräftig einmal um. Optional kann man jetzt noch Mandelstifte und Rosinen dazugeben. Mein Bratreis ist fertig und ich kann anrichten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Nun kann ich euch nur noch viel Spaß beim Nachmachen wünschen und lasst es euch schmecken.